grundsätzlich ist es ein Brückli, das erste Brückli über den Aabach, das zusammen mit dem Haus von der unteren Farbe funktioniert hat. Und das war ja eine Färberei, die typischerweise noch keinen Trocknungsturm hatte, sondern man hat die Tücher nachher im Stadtpark auf der Wiese ausgelegt und hat aus diesem Grund müssen über den Aabach und darum hat es das Brückli gegeben. Die Brücke ist 1826 entstanden und die Stadt Uster hat sich dazu entschieden, die Brücke zu sanieren, weil es ein kulturelles Erbe ist. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Man hat sich dazu entschieden, eigenes Holz aus dem Usterwald für die Renovation einzubauen und zu verwenden. Man soll auch die Umwelt Sorge tragen und man kann auch mit dem zeigen, dass wir auch aus der Region und vor allem eben auch im Usterwald Holz haben, das man hier für so ein Bauwerk verwenden kann. Die Bäume, die man sieht, sind liegen gelassen worden nach dem Fällen für 2 bis 3 Monate. Das hat man gemacht, weil die Holzbauer Mondholz wollten. Mondholz hat man eine gewisse Mondphase schlagen. Und mit Samtest liegen lassen, damit das Holz sich nachher nicht verzieht und weniger arbeiten tut. Die Bäume, die für den Brückenbau verwendet worden sind, sind Fichten. Und der nächste Schritt war, nach den 2 bis 3 Monaten hat man sie in Sortimente geschnitten, also gewisse Längen, und dann in die Sackerei gebracht. Wenn man Bäume nutzt in der Welt, schadet das denen nicht. Wir Uster machen Durwaldbetrieb, sprich wir kommen alle 5 Jahre die gleichen Wälder, nehmen so viel Holz raus, wie nachgewachsen ist in dieser Zeit. Der Vorteil steht, dass man auf einer grösseren Fläche wenig Holz nutzt. Das tut den Wäldern viel weniger Schaden, weil es ein kleiner Eingriff ist. Wenn man Holz nicht nutzt, werden die Wälder älter und grösser und dichter. Und irgendwann brechen die zusammen durch natürliche Sukzession, also sprich, es ist sinnvoll, dass man das Holz dann nutzt, wenn es noch gesund ist und man es kann, brauchen zu einem Sackprodukt. Ich habe die Freude, an dir überall in der Schweiz oder im nahen Ausland unterstützend mitzuhelfen, ihn zu restaurieren, Holzbau. Ich habe eine Anfrage bekommen von der Stadt Uster und ich habe dort damals müssen sagen, schauen, dass wir das hier mit Handwerkern aus der Umgebung machen. Ich denke, jeder Ort, der so eine Brücke besitzen darf und auch Freude hat daran, sind halt Unterhaltsarbeiten zu machen und wichtig. Und dass man das dann richtig macht, ist es auch gut, wenn man dementsprechend die Leute rekrutieren und denen da einen Auftrag geben darf, der dann nachher auch für die Nachfolger erstens nachvollziehbar ist und auch klar sieht, ah, das hat man dort repariert, wegen dem und wegen dem. Oder? Und ja, von dem her ist es wichtig, dass man auch, ich sage jetzt eine relativ junge Brücke aus dem 19. Jahrhundert, dass man auch die pflegt, mit allen Krämpfen, die man damals gemacht hat und nicht gemacht hat und auch mit den Reparaturen, die man vorausgemacht hat, dass man die respektiert und vielleicht gewisse Sachen hinterfragt und dann macht er so nach neuestem oder nach bestem Wissen und Gewissen Stand 2023, 2024. Das war sicher ein bisschen eine Wunderdeutung. Wir hatten keine Ahnung, wie genau das Brückli fundiert ist. Wir haben gesehen, was man von außen sieht. Wir konnten es vermessen. Wir hatten gewisse alte Pläne gehabt. Aber da hat niemand so genau gewusst, was ist aktuell, was ist nicht aktuell. Und das ist sicher also der Moment, wo man die Fundation ausgraben hat. Es ist wie nicht stabil. Wir mussten es dann auch noch etwas sichern, absprießen im Bachbett, um einfach sicherzustellen, dass das auch im Bauzustand stabil ist. Weil man ja wie nie weiss, wenn das Wasser ansteigt. Auch die Stahlträger, die drunter sind, unter dem Holzbelag, hat man eigentlich vor Ort genau einmessen und einpassen. Das ist sicher auch für die Bauunternehmen so ein bisschen die Herausforderung gewesen. Sie haben immer noch so ein Stückchen voraus können planen und dann wieder müssen anpassen. Also es war sicher für den Zimmermann-Restaurator eine Herausforderung, das Ganze. Also wir haben ja die Harzauffüllung in dem ganzen Holzwerk. Die Schäden waren viel größer als vorher angenommen. Bei solchen Objekten ist immer mal wieder eine Überraschung dabei. Es ist einfach wichtig, dass man gut als Team zusammenarbeitet. In diesen verschiedenen Schritten, wo die Wichtigkeit eigentlich bedeutet,
ist erstens mal die Zustandskartierung, dass man eigentlich die Fehlstellen aufnimmt und eine Übersicht gewinnt über das Ausmaß von dem, was eigentlich nicht mehr gut ist oder wo man muss restaurieren. Und es hat über viele, viele Jahre hat es im Traufbereich von diesen Dächern jahrelang hineingeregnet. Das hat natürlich, Pilze haben sich können frei bewegen, neue Fruchtkörper geschlagen und sind eigentlich, haben alles eingenommen von dieser Konstruktion auf die ganze Länge. Und trotzdem immer noch die Möglichkeit da ist, dass man das kann eigentlich erhalten kann. Im weiteren Schritt muss man so weit hergehen, dass man eigentlich mit Respekt an die alte Bausubstanz hergeht und die möglichst das, was noch gut ist, intakt lässt. Das sind nachher die nächsten Schritte, die Reparaturverbindungen herauszufinden, weil jedes Teil eigentlich eine andere Verbindung braucht. Also es gibt nicht eine Lösung, wo man nachher durch alles durchgeht. Oder es sind verschiedene Lösungsansätze. Die Verzahnungen sind schon eine ältere Tradition, die haben Römer schon gemacht und heutzutage macht man Leimbinder, also man verleimt das ganze Holz, dass das eine gewisse Stärke hat. Und bei so traditionellen Bauten, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Brücke, dass es eigentlich mit Massivholz so eine gewisse Stärke auch wieder funktioniert. Also dass man mit Massivholz, wo verzahnt sind ineinander, wie jetzt bei dieser Brücke, auch dort wieder eigentlich eine Technik hat, eine historische Technik, die gleichwertig oder ebenbürtig sein kann mit einem Leimholzbinder. Was noch spannend ist, das Dachwerk, das hat sozusagen keinen einzigen Holznagel drin gehabt und ist eigentlich nur auf Druck belastet gewesen. Also es ist nie nicht irgendwo fest gewesen. Der hat das einfach nur ineinander hineingesteckt. Die Reparaturverbindungen in dieser Brücke, da sind wir so ein bisschen wie durch einen roten Faden durch eigentlich, dass man die Verbindungsmittel gleich machen. Die Reparaturverbindungen sind wie dazu bestimmt auf jedes einzelne Holz. Aber die Verbindungsmittel haben wir Eichenholz-Dübelstäb genommen. Und es hat Schrauben drin in diesen Reparaturverbindungen. Das sind Vollgewindschrauben. Das ist aber nicht das Verbindungsmittel selber, sondern das ist eigentlich die Lagersicherung von dieser Reparaturverbindung. Es gibt immer wieder Erkenntnis, wenn man etwas bewahrt und erhaltet, dass wir auch das Wissen mitnehmen können, was man sonst eigentlich nicht hat, wenn man so etwas jetzt nicht unbedingt restauriert hat oder aufgenommen hat. An der Wand sieht man aber Schrauben, die Schlosserschrauben. An der Wand ist es einfach wichtig, dass die Wand nicht ausknickt. Darum hat man dort keine Eichenholzdübelstäbe genommen, sondern die Schlosserschrauben, die dort drin sind. Bei der Fassadenverkleidung sind es konische Bretter, also der Baum ist zylinderförmig und man hat einfach da, wie früher auch, aus dem Baum raus das Brett geschnitten, ohne dass man grossen Abfall hatte. Und dann werden die Bretter konisch und hat dann so die Schalung gemacht, oder? Und nicht vielleicht wie eine industrielle Schalung, wo Parallelbretter, die immer gleich breit sind, so hat man wirklich am Stamm und am Zopf verschiedene Breitenmaße. Tastet sich eigentlich dann dran her und hat dann nicht irgendwo einen Riss, wo dann genau das Brett dort sein muss. Das ergibt sich. Die Fassade ist ein Stück weit gewachsen nachher aussen, oder? Und nicht einfach industriell hergenommen. Die Brücke hat für mich einen besonderen Respekt, dass sie ja nie einen rechten Winkel hat und sie ist nie gerade und sie ist krumm. Und auch wenn wir nachher etwas restaurieren, dass wir, wenn wir durchs Dach durchschauen, dass wir auch etwas einmal krumm stehen lassen können. Und das ist eine grosse Herausforderung eigentlich. Nicht gerade zu arbeiten, sondern das Krumme mitnehmen. Und das finde ich wahnsinnig schön bei so Objekten.
Ja, das Deck der Brückli ist für die Ustermerinnen und Ustermer ein ganz wichtiges Symbol für ihre Stadt. Sie tragen das in ihrem Herzen mit. Darum war es auch ein grosses Anliegen von uns bei der Stadt, dass wir diese Brücke sanieren können. Das war auch nötig. Wir mussten es immer mal wieder ein bisschen aufschieben. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben auch wirklich probiert, das Projekt mit den besten Mitteln, die zur Verfügung stehen, zu machen. Von 3D-Scans über wirklich die neuesten Methoden für so eine alte Brücke zu sanieren. Und wenn man jetzt das Resultat anschaut, sieht man, es ist gelungen, es erstrahlt wieder in neuem Glanz. Also mein Dank gilt natürlich allen, die an diesem Projekt beteiligt waren. Das fängt an bei meinen Leuten in der Abteilung Bau, die das geplant haben. Aber dann auch bei allen Technikern, Ingenieuren, Restaurationsspezialisten, die sich daran beteiligt haben. Ich muss sagen, es ist wirklich eine gelungene Arbeit. Und bedanken möchte ich mich auch bei den Ustermerinnen und Ustermer, die ein bisschen Geduld gebraucht haben. Auch haben müssen einen Umweg im Kauf nehmen, weil der direkte Weg nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Aber jetzt kann man wieder drüber laufen. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.